Warning, the following video is a parody. This contains content and or language which may be unsuitable for younger viewers. Viewer discretion is advised. Shut up! Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Anders kann man das nicht machen. Die Logik ist ja verloren. Mit welchen Kräften, mein Führer? Schiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe Steiner, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Opportunist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Wie bitte? Wie lange können Sie noch halten? Vielleicht 20 Stunden, nicht länger. Die Russen sind rundherum bis auf einige hundert Meter herangekommen. Für den Moment haben wir sie zum Stehen gebracht. Wissen Sie, Monke, die westlichen Demokratien sind dekadent. Sie werden den straff geführten Völkern des Ostens unterliegen. Alles Gute. Ich danke Ihnen. Es war nicht nur für Deutschland. Sie haben nichts Unrechtes getan. Anders kann man das nicht machen. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. So behaupten Sie, ein Angriff sei unwahrscheinlich. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Kapitulieren! Niemals! Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Heute bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. So wie ich heute den ersten Drehtag habe. Anders kann man das nicht machen. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. How would you like to suck my balls? Dann soll die Armee kehrt machen! What I said was... How would you like to suck my balls? Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Ich werde noch... Ah, Monke. Das ist der Schlimmste! Das Verrat gegen die Natur. Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Berlin wird Brandstadt. Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungsviertels. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Jetzt suchen Sie ihn! Um einfach aus Berlin wieder rauszukommen. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht!
Verrat! Anders kann man das nicht machen. Wir müssen jetzt handeln! Fegelein, aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Was? Sonst haben wir jede Chance verspielt. Was hat er denn das gemacht? Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Mein Führer, bei allem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden? Tun Sie, was Sie wollen. Daran hindern, selbstständig zu denken. Jeder verrechtiger, treuloser Feigling! Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! An meiner Person! Paradies.